Jo, und einen wunderschönen guten Abend oder schönen guten Tag, je nachdem, wann ihr das Video gerade schaut, miteinander. Wir starten mal wieder eine Runde Tavern Brawl. Und auch diese Woche haben wir hier ein neues Tavern Brawl am Start. Hat sich Blizzard mal wieder was ausgedacht. Und zwar Deal Your Fate. Und ja, also soweit ich weiß, ist es ein neues Tavern Brawl. Ich brauche mein Pack hier noch. Wir haben mal wieder hier Sonntag, bzw. schon Montag, kurz vor 1. Und ja, ich bastel mir hier einfach mal einen Face Hunter zusammen. Auf den anderen Servern lief es relativ gut, direkt im First Try durchgekommen. Und ich hoffe einfach mal, dass das hier auch klappt. Und ja, wir basteln hier einfach einen relativ standardmäßigen Face Hunter. Nichts Besonderes. In dem Deck. Was jetzt so irgendwie abweicht. Zack. Und halt noch die Standardkarten mit rein. Als da wäre der Lepra-Gnom. Na. Bin schon viel zu weit. Der Abusive Sergeant, den brauchen wir auch noch. Wo haben wir ihn? Bin ich gerade blind? Da ist er doch. So, der Abusive Sergeant haben wir. Dann brauchen wir die Eule. Den Knife Juggler. Und was fehlt uns noch? Ein Wolf Rider. Moment. Nehmen wir direkt Summer Golden. Was fehlt uns hier noch? Die Eule haben wir, den haben wir. Und klar, der Mad Scientist. Muss natürlich auch immer rein in den Face Hunter. Wir könnten jetzt halt noch zwei Einser Drops reinhauen. Quickshot haben wir. Oder zwei Worgen. Wäre auch möglich. Ich denke mal, wir werden noch zwei Wogen reinpacken. So, das heißt, wir haben zwei Wogen noch dabei. Nehmen wir Leroy auch noch, das ist die Frage. Nehmen wir Leroy auch noch oder lieber was anderes? Also was anderes wäre halt in dem Fall halt hier der Huge Toad. Der gefällt mir eigentlich auch relativ gut im Face Hunter. Ja, komm. Wir nehmen einfach mal den Huge Toad und testen einfach mal unser Glück aus. So, und damit starten wir das Brawl und lassen uns einfach mal überraschen, ob wir hier auch die Möglichkeit haben, direkt First Try durchzurennen. Aber was halt relativ cool ist, ist die Coins. Die helfen dem Face Hunter ungemein. Wenn ihr die Möglichkeit habt, Coins zu picken, dann pickt die Coins. Und außerdem, ja. Das zweite Fade sollte an deinen alle Minions zu 1-1er Murlocs umwandeln. Ja, dann steht dem Sieg eigentlich nicht mehr viel im Wege. So, wir spielen gegen einen Mage. Secret braucht man nicht, Unleash auch nicht. Stattdessen bekommen wir noch einen Lepra-Gnom, den wir auf jeden Fall sinnvoll nutzen können. Hier gehen jetzt gleich vier Fades auf, also nicht zu schnell drücken. Also wir nehmen hier auf jeden Fall Fade Coin. Ich schätze mal, mein Gegner wird Fade Portals nehmen. Ich würde einschätzen, wenn wir hier sehen, dass wir gegen einen Mage spielen. Ah, okay. Er nimmt Fade Armor und was nimmt er noch? Coin. Mad Scientist. Okay. Kann ich grundsätzlich eigentlich mit leben.
ich werde jetzt auch hingehen und also kann ich halt einfach hingehen und auch mein Hebagnum noch mit reinkommen. Erst legen wir den Lepra-Gnom, für den Fall, dass es eine Mirror Entity ist. Counterspell ist es auch nicht. Also relativ gut möglich, dass wir hier gegen einen Freeze-Mage-Verschnitt irgendwie antreten gerade. Ja, mit dem Face Hunter ist natürlich ein bisschen uncool, dass mein Gegner jetzt hier die okay, wir kriegen ein paar Hunde. Helfen uns hier die Hunde oder nicht? Ich denke leider eher nicht. Oder vielleicht doch? Ah, nee, ich glaube nicht. Andererseits. Wenn ich jetzt wandern. Ihr müsst jetzt halt ein Ei bringen oder irgendwas in der Richtung. Oh, ein Duplicate aus Mirror Image, wow. Sag mal, so kriegen wir auf jeden Fall gleich ordentlich Coins rein. Können noch den Huge Toad legen und die Hero Power haben wir auch. Okay, der Overload ist jetzt nicht ganz so dramatisch, sag ich mal. Fängt ja noch den einen Diener weg, den anderen schießt er an. Alles soweit undramatisch. Ja, die Eule ist praktisch. Allerdings, ich weiß nicht. Naja, wir bleiben erstmal bei unserem Plan. Wir gehen tatsächlich hin und wahrscheinlich kann mein Gegner halt ohnehin nicht hier alles removen, was er gerne removen wollen würde. Und er muss halt früher oder später auch attacken. Momentan habe ich halt den Eaglehornbow nicht. Von daher kommt es mir eigentlich sogar entgegen, dass mein Gegner jetzt nicht hingeht und hier. Oh, hoffentlich trifft er noch den Einser, leider nicht. Aber. Okay, auch damit können wir noch leben. Wir müssen jetzt halt nur aufpassen. Ich habe jetzt schon einige Coins auf der Hand. Ich habe nicht so die teuren Spells, was das angeht. Und wir müssten halt demnächst wahrscheinlich ein paar Coins wegwerfen, damit wir nicht unsere eigenen Karten verlieren. Okay, eine Flamme können wir da auch noch. Ist auch nicht ein Problem. Noch haben wir. Ja, perfekt. Und da ist der Eaglehornbow. Auf den habe ich gewartet, mehr oder weniger. Ja, wir können ja auf jeden Fall ein Coin wegwerfen. Haben jetzt noch 8 Handkarten. Eine ziehen wir im nächsten Turn. Alles okay. Mein Gegner konnte jetzt bis dato relativ wenig Schaden ausrichten. Hätte ich jetzt auch noch einen Mad Scientist. Ja, keine Ahnung, was er da vorhat. Ich meine, ich werde sowieso bald meinen zweiten Eaglehorn rausziehen. Wir haben jetzt natürlich noch hier die Möglichkeit, einmal mal einen Kill Command rauszujagen.
Und irgendwann muss er halt attacken. Führt ja keinen Weg dran vorbei. Mana Burst. Und da kriegt mein Bogen den Charge. Habe ich eigentlich nur drauf gewartet. Okay, Antonidas. Frage ist jetzt natürlich, ob das reicht oder nicht reicht. Okay, er kann mich schließen, das ist schon mal schlecht. Für mich. Ich sag mal, jetzt wäre ein Top-Deck auf die zweite Eule nicht schlecht. Der kommt leider nicht. Mal schauen, ob es für ihn reicht oder nicht reicht. Ja, der gilt für 4. Der gilt auch für 4. Jetzt hat er noch 2 Coins. Und die 9 Feuerbälle. Jetzt wird halt noch einmal Ping. Okay, er hat den zweiten Frostbolt. Okay, das ist schon mal cool, was er denn nicht hatte. Ja. 3 Mana-Karten dürfte er haben. Okay, auch so reicht es. Egal, wir starten einfach direkt die nächste Runde. Vielleicht diesmal ein wenig mehr Luck. Ja, ist halt tatsächlich einfach ein Ding, wo man sagen kann, ist halt einfach super luckabhängig. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier nicht diesen Eclave Seeker gezogen hätte, sondern hätte auch mal zwischendurch einen Animal Companion oder ähnliches. Ja, genauso wie mit den Fates und hast du nicht gesehen. Aber ist halt schon relativ luckabhängig, das Ganze hier. Was kann man hier wegwerfen? Eigentlich möchte ich die ganzen Karten so behalten, wie sie gerade sind. Weil sie sind nicht schlecht. Sie sind auf jeden Fall ganz cool. Und ich behalte es auch einfach so. Mal schauen, was der Gegner jetzt hier auswählt und ob er schon Turn 1 direkt was machen kann oder nicht. Na, beste wäre halt, wenn der Gegner nichts machen kann. Und noch vielleicht ein Secret auswählt, was mir in die Karten spielt, sag ich mal. Und er hat sich auch für das Fate Armor entschieden.
Was halt natürlich, wie schon gesagt, relativ nachteilig für mich ist. Ich wähle hier wieder Fade Coin, um hier relativ schnell meine Diener aufs Board zu bringen, Damage zu fahren. Mal schauen, ob er hier schon was machen kann oder noch nicht. Mein nächster Turn wird wohl Europower sein, es sei denn, ich sehe irgendeinen anderen netten Zweier-Drop oder irgendwas in der Richtung oder halt ein. Okay, kriegt ein Secret, kann das ausspielen? Anscheinend nicht. Na, schade. Optimal wäre es hier natürlich gewesen, einen Leprognom rauszukriegen. Da habe ich den Leprognom gelegt und gleichzeitig nochmal einen Abuse of Sargon aufs Board gebracht. Das Board ein wenig mehr extended. So kann ich halt im nächsten Turn den Emerald Companion legen. Ist halt die Frage, was da für ein Diener dann rauskommt. Ja, hier wäre jetzt natürlich Mischa am besten gewesen. Ist die Frage, was machen wir? Sollen wir hier schon attacken oder nicht? Er wird halt das Secret dann triggern, instant. Also ich werde jetzt hier nicht traden. Ich lasse es jetzt so liegen. Ich kann dann im nächsten Turn immer noch was machen, denke ich. Ja, okay, das ist schon wieder ein bisschen uncool. Aber ist okay. Okay, das macht jetzt irgendwie nicht ganz so viel Sinn, wenn ihr mich fragt. Aber man muss nicht alles verstehen, von daher ist schon okay. Ja, wir werden jetzt hier mit dem. Na, Scientist reingehen, weil wir nicht wissen, welche Karte wir hier nachziehen. Und das ist halt der Huge Toad. Wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten, was wir machen können. Und ich denke mal, wir gehen jetzt einfach mal hin. Sagen wir Coin? Ich denke nicht, nein. Ich denke mal, der Coin, der lohnt sich hier einfach nicht. Wir gehen jetzt hin und hauen hier noch den Abusive mit aufs Board. Den Coin heben wir uns auf für den nächsten Turn. Ja, wir haben jetzt schon ein bisschen Speed verloren durch die Sache mit dem Deathlord. Aber ich denke mal, da gibt es Schlimmeres. Wir sehen jetzt jeweils eine Karte, auch in Ordnung. Ah, okay, er versucht. Ich weiß nicht, sieht jetzt gerade so ein bisschen aus, als wäre es irgendwie ein Milrogue oder sowas in der Richtung. Braucht uns allerdings nicht weiter zu stören. Ja, optimal. Können wir einfach hingehen. Hier noch ein bisschen weiter Damage fahren. Und wir haben jetzt 7 Handkarten, kriegen 2 Coins voraussichtlich. Auch das ist in Ordnung. Die Eule müssen wir uns halt aufheben jetzt hier. Dürfen wir auf keinen Fall wegwerfen. Frage ist halt, ob er denn das Secret triggern wird oder nicht. Okay, legt eine Lore, hält sich selber hoch. Auch das ist jetzt eigentlich nicht ganz so dramatisch. Schön wäre es halt nur, wenn wir irgendwie einen Andi-Spalt nachziehen. Aber wir müssen hier auf jeden Fall Coins wegwerfen. Das ist auch schon mal klar. Beziehungsweise wir könnten halt den Wong-Infiltrator legen. Können die Hero Power raushauen. Müssen allerdings wenigstens einen Coin noch wegwerfen.
So, jetzt ist halt die Frage, wird er attacken oder nicht attacken? Wir haben halt für den nächsten Turn quasi mehr oder weniger 10 Mana am Start. Ja, den Swipe habe ich nämlich vermutet, dass er kommen würde. Und der Shapeshiftet auch nur, attackt nicht. Auch das ist okay. Ich bräuchte halt nur, wie gesagt, jetzt langsam tatsächlich mal das Unleash, damit ich halt dann ordentlich was wegjuggeln kann. Wäre natürlich schön, wenn er jetzt auch taggen würde, macht er aber nicht, damit ich den Bogen nicht usen kann. Ein Eagle Horn Bow wäre auch ganz okay. Okay, er haut jetzt ein Naturalize raus. Okay, das war das Unleash. Okay, er hat jetzt zwar ein paar Karten geburnt, aber jetzt sag ich mal, ja, bei der Unleash ist weg, aber mein Gott, was soll's. Frage ist, räumen wir den. Ja, wir gehen hin, räumen das hier einfach mit dem Bogen aus dem Weg. Da kenne ich gar nichts. Wir haben jetzt so viele Möglichkeiten, was wir hier machen können. Wir haben jetzt eigentlich eine relativ solide Ausgangslage. Wir haben den Bogen, wir haben Kill Command, Animal Companion, wir haben die Eule und er muss jetzt auf die Diener wieder reagieren. Ich meine, er wird irgendwas, wird er machen können, aber mal schauen. Ancient of War ist ganz okay, kann er machen. Habe ich kein Problem mit. Er wird gleich gesilenced. Oh, hat er noch einen Coin? Ne, hat er nicht. Okay, er bringt Illy Starseeker, ist auch ganz okay. Ja, rein theoretisch können wir hier noch das Kill Command rausjagen. Oder halt den Animal Companion. Die Gefahr ist natürlich ganz klar, dass wir hier. Ja, ich meine, wir kriegen jetzt eh gleich wieder Coins en masse zurück. Und ich sag mal, mit dem Kill Command gehen wir dann sowieso aufs Face. Ja, müssen wir mal schauen, was er da noch zur Verfügung hat. Okay, das ist eigentlich ganz okay für mich. Denke ich. Cold Light Oracle. Sieht man, oh, der ist sehr freundlich, sehr freundlich. Also, wie mir noch mal ein paar Karten gibt. Weil ich wäre sonst unter Umständen vielleicht outgesteamt. Ja, gib mir bitte noch mehr Karten. Leider haben wir kein Unleash mehr. Ja, da ist dann das GG. Ja, er killt sich gerade mehr oder weniger selber. So, das ist der stärkste Bogen-Attack, den wir hier rausholen können. Dann haben wir den Quickshot. Und dann haben wir den Win. Well played. Ja, also Mill Druid anscheinend nicht ganz so stark. Vor allem halt,
nicht gegen einen Face Hunter, den man sieht. Also hat mir halt schon echt gut in den Karten gefehlt. Ich meine, er hat zwar ein paar Karten geburnt, ja, aber das war halt einfach nicht der Bringer. So, dann schauen wir noch flott in die Karten rein, in das Pack. Ja, ich hoffe einfach mal wieder, wie immer, hier irgendwie eine goldene Karte zu erwischen. Regular, alles normale. Ja. Nur eine Rare. Und leider auch nicht golden. Alles ein Fall für Staub. Staub 1145. Jo, und das war dann auch wieder das Tavern Brawl für diese Woche. Heute am 7.3. und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Marc, auf Wiedersehen.